Das Seefelder Joch. Wenn die Bedingungen einfach nichts anderes hergeben, dann gibt man sich ja auch gerne mit einem Joch statt einer Spitze zufrieden. Deshalb geht es heute auf das Seefelder Joch. Zuerst gehen wir mal am Labyrinth der Bergbahn vorbei, möglichst schnell weg vom einheimischen Trubel und ab zum Aufstiegsweg. Da haben wir Glück, denn hier haben wir einen Großteil der Zeit als Tourengeher unsere Ruhe und kriegen vom Pistenbetrieb gar nichts mit. Aber nachdem wir wissen, dass die Ruhe dann bald auch ein Ende findet, genießen wir dieses Stück hier besonders. Klar, die ein oder andere Gruppe an Tourengehern finden sich an diesem sonnigen Tag, wer kann's ihnen verdenken, doch uns stört das gar nicht. So ein bisschen Betrieb ist ja eigentlich auch ganz nett und zeigt, dass man nicht allein auf der Welt dem schönen Hobby der Skitouren nachgeht. Wir legen heute in eine Richtung ungefähr 5,5 Kilometer zurück und auch 840 Höhenmeter. Damit ist die Tour definitiv moderat und rein von der konditionellen Anforderung eine Tour für Einsteiger und Anfänger im Skitourenbereich. Lediglich für die Abfahrt vom Seefelder Joch bis zur Bergstation Rosshütte sollte man die Skier schon unter Kontrolle haben, sonst wird's wahrlich ungemütlich. Denn das Gelände ist hier auch schon mal etwas steiler und meist komplett zerfahren. Wenn man sich von dem kurzen Stück die Laune nicht vermiesen lässt, kann man es aber auch definitiv als Einsteiger sehr gut genießen. Auf der Straße durch den Wald geht's in unzähligen Serpentinen hinauf in Richtung Hocheckalm. Nach 10 Serpentinen und kurz bevor einem schwindlig wird, kommt der Weg aber dann bei der Alm und damit auf der blauen Abfahrt des Skigebiets aus. Dass man hier vom Skifahrer abgeschossen wird, ist Gott sei Dank sehr unwahrscheinlich. Hier ist es so flach, dass die meisten Skifahrer eher verzweifelt antauchen, als in Axelunds Windalmanier abzufahren. Naja, wir dürfen nicht zu viel lachen, im Zweifelsfall müssen wir dann auch über den Hügel drüber. Egal, eine tolle Aussicht kriegen wir hier erstmals in Richtung Seefeld. Vorher haben wir den Ausblick ja mehr in Richtung Nadelwald genossen. Tja. Von der Hocheckalm geht es nun weiter über das Flachstück, bis wir erstmals die Standseilbahn in voller Pracht sehen können und eiskalt unten drunter durchmarschieren. Standseilbahn, naja, Nomen est Omen würde ich sagen, hier fährt an diesem tollen Tag nix, die Bahn steht. Aber von weitem sehen wir den Rosshütten-Express, der ist in der Tat in Betrieb und deutlich schneller als wir. Ganz egal, nach der dramatischen Unterführung der Standseilbahn sehen wir schon groß die Rosshütte. Viele Skitourengeher beenden ihre Tour dann an dieser Stelle. Wir wissen aber, dass wir uns die Aussicht nach Osten nicht schenken wollen, ist der Blick ins Kavendel doch sicher ziemlich beeindruckend. Bei der Rosshütte vorbei wandert der Blick nach oben über die eigentlich tiefschwarze Piste, die jetzt nur eben nicht präpariert und schon ziemlich abgefahren ist. Abgefahren sind wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber das soll ja bald soweit sein, so schaut es zumindest aus. Der Blick hinauf verspricht aber noch viele Höhenmeter, bevor wir oben stehen. Das Gelände ist definitiv zu steil für die Direttissima, deshalb geht's in den unzähligen Spitzkern nach oben.
Erinnerungen an die unzähligen Serpentinen im Wald zu Beginn der Tour werden wach. Aber so fein ist es dann doch nicht. Der Wind bläst hier schon deutlich stärker und es graut einem schon von der buckligen und unruhigen Abfahrt. Nicht viel daran denken ist die Devise, einfach weiterlatschen. Fehlt es uns an Motivation, dann blickt man eben kurz zurück und erfreut sich der Tatsache, dass nach dem Rosshütten-Express kein Mensch mehr hinter einem den Aufstieg wagt. Für die Skifahrer ist dort nämlich endgültig Schluss. Da tun mir die Skifahrer fast schon leid. Das letzte Stück, das kann einem schon ganz schön zäh vorkommen. Aber man sieht stets das schöne Kreuz des Jochs vor sich und deshalb weiß man auch genau, so weit kann's nicht mehr sein. Und in der Tat, die Strecke hat sich dann noch ein, zwei weiteren Buckeln tatsächlich recht flott erledigt. Und man steht oben, auf 2060 Metern Höhe am Seefelder Joch. Oben angekommen sieht man die ein oder andere Skitourengruppe sitzen und die Sonnenstrahlen des Tages genießen. Der Blick auf die Seefelderspitze lädt zwar ein, aber mit den Verwehungen und den Wächten auch irgendwie wieder aus. Deshalb ziehen wir uns hier ohne Reue gerne die Felle von den Skien und machen uns auf die rumpelige Abfahrt im ersten Teil bis zum Skigebiet gefasst. Wenn euch unsere kleine Tour gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo auf das Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine fantastische Zeit und Bergheil!